Also in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man Brühsiebe aus den Siebträgern nimmt. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Vorgehensweisen. Also die am häufigsten verwendete Vorgehensweise ist, ein anderes Brühsieb zu nehmen und dann diese Kante hier reinzudrücken. Also machen Sie das so und drehen dran und dann löst es sich. Okay? Und dann kommt es so raus. Und dann, wenn Sie es wieder hineingeben, dann suchen Sie die Stelle, an welcher die Klammerenden zusammenkommen, und dort drücken Sie es so hinein und lassen es einrasten. Und Sie sollten sicherstellen, dass die Klammer nicht rauskommt. Die andere Art, auf welche die Leute diese Brühsiebe aus bodenlosen Siebträgern herausnehmen, ist ganz einfach die Hand so hier draufzulegen und das Brühsieb dann rauszudrücken. So, okay? Und Sie können sehen, so geht's. Nun, diese Klammer ist etwas lockerer als diese hier. Wie Sie sehen konnten, musste ich hier etwas härter arbeiten, aber es hat trotzdem funktioniert. Also setze ich das wieder hinein, ich suche nach der Ecke. Da ist sie. Also so und dann einen Schlag versetzen. Und dann nochmals schiebe ich das hinein, drehe es so und es löst sich. Okay? Und so nimmt man das raus. So geht das sowohl mit bodenlosen wie auch mit Siebträgern mit Doppelauslauf. Gleiche Vorgehensweise, direkt hier reindrücken und dann drehen, im Grunde genommen wie bei einem Büchsenöffner. Okay? Manchmal auf beiden Seiten. Und da kommt es raus.